Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu True Fear Forsaken Souls, ihr Lieben. Ja, wir sind hier jetzt bei dem Treibhaus und jetzt haben wir hier mittlerweile, nachdem wir endlich den Wagenheber geholt haben, nichts mehr zu tun. Was wir allerdings tun müssen ist, warte mal, das ist hier. Nein, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt diesen Ventilatorflügel und das würde ich gerne jetzt mal reparieren, um zu gucken, was passiert. Ich glaube, das war hier irgendwo. Genau, hier müssen wir hin. Also dann gehen wir mal hin und versuchen mal zu gucken, ob wir mit diesem Ventilatorflügel was werden können. Die sind zu lang. Oh ja, okay. Also wir können nichts damit werden. Das ist ja doof, die Rotorblätter fehlen. Also können wir damit nichts anfangen. Das war jetzt schon mal klar. Hier können wir was machen. Da kommt wahrscheinlich das Flugzeug rein. Kein Schlüsselloch. Warte mal. Flugzeug. Das tun wir jetzt mal nach da. Nein. Scheint nicht zu funktionieren. Auch nicht. Ja, Mensch. Eine optimistische Landschaft, die zweifellos die Wunder der Wissenschaft darstellt. Okay, also, ich hatte ja gehofft, dass das Flugzeug hier irgendwo reinkommt. Scheint nicht zu funktionieren, definitiv nicht. Ja, das ist schade. Ja, ein Fisch, eine Katze, ein Engel oder eine Person. Kommt hier das Flugzeug hin? Ja, guck mal an. Flugzeug? Leite das Flugzeug durch das Labyrinth, um das Bild aufzudecken. Okay. Ah ja, da ist das Flugzeug. Alles klar. Da-dam, da-dam. Soweit ist es schon mal klar. Dann würde ich hier hochgehen. Hier. Ah, okay. Das ist ja fies. Dann dreht sich das wieder um. Ist das gemein? Jetzt. Nein. Okay, also dann eben doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal hier irgendwie rum. Zack, zack. Okay, jetzt machen wir das wieder zu. Das hier auf. Babam, babam. Konzentration, Frau Hawk, Konzentration. Darum. Yessa! Perfekt. Was ist jetzt passiert? Ach so, ich muss da raus. Ich muss da ja auch wieder rauskommen, Leute. Tadam! Geschafft! Juhu! Okay, ein Hammer. Sonst noch was hier? Ein Hammer. Wo könnte ich jetzt einen Hammer brauchen? Alter, da wollte ich doch eigentlich gar nicht raus. Wo zum Teufel braucht es denn einen Hammer? Kann mir das mal einer erklären? Was war denn hier?
Okay, da fehlen uns diese Hebel. Wir müssen noch eine ganze Menge Zeug finden. Also wir haben jetzt hier ein Metalllineal, wir haben einen Hammer. Hier war unsere Bar. Ich glaube, hier sind wir jetzt erstmal fertig, genau. Dann lass uns zurück. Jetzt gehen wir mal hierher an die Werkbank. Da oben, da leuchtet was. Ein Journalist. Ja, von dem haben wir auch schon eine ganze Weile nichts mehr gehört, von unserem Journalisten, Leute, fällt mir da gerade mal ein. Eine TV-Persönlichkeit, ein Geisterjäger. Ich hätte ihn nicht erkannt, wenn es nicht die Geschichte gegeben hätte, dass er vermisst wurde. Ich habe immer angenommen, dass es ein Schwindel war und dann, wie alle anderen, vergessen. Ist ihm hier in der Anstalt etwas zugestoßen? Die Geschichte ist schon einige Zeit her, aber es fühlt sich an und sieht so aus, als wäre er nur wenige Stunden vor mir hier gewesen. War er die ganze Zeit am Leben, oder? Der Gedanke kam mir gerade recht. Er folgte dem gleichen Brotkrumen und jetzt ist er höchstwahrscheinlich tot. Hat die Anstalt auf jemand anderen gewartet? Auf mich? Oder werde ich auch verschwinden? Das ist mal eine gute Frage. Keinen Plan. So, was können wir denn hier jetzt tun? Hubspindel. Nein. Tja, da fehlen uns Batterien. Die steckt, ja genau. Genau, die steckt im Regal fest. Also dann. Und nochmal drehen, komm. Oder reicht das schon? Ja, okay, alles klar. Die Spindel bleibt da. Und jetzt, da brauchen wir bestimmt wieder einen Schlüssel. Nein, gar nicht mal. Erstaunlich. Diese Maschine wurde zur Erstellung von Blankolochkarten verwendet. Und da haben wir wieder ein Stück Puzzle. Press, wenn ready. Drücken, wenn bereit. Ziemlich selbsterklärend. Ja, aber wir sind nicht bereit. Uns fehlt eine. Platziere Blankokarte. Das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem die Blankolochkarte geht. Ja. Aber noch haben wir keine. Dann haben wir das hier erstmal auch erledigt. Dann gehen wir kurz fertig puzzeln, oder? Genau. Oder weiter puzzeln. So. Wo gehörst denn du hin? Da gehörst du hin. Setze das Foto zusammen. Ja, ist ja gut. Da kommst du rein. Jetzt fehlt uns noch ein Puzzleteil. Alles klar. Dann denke ich, sind wir hier auch erstmal fertig. Nee, wir können hier noch irgendetwas. Gibt es hier etwas, was ich mit dem Hammer tun kann? Einfach mal aufs Kästchen draufschlagen. Okay. Was können wir hier noch machen? Was ist hier noch zu tun? Nichts Interessantes. Ja, mir fehlt noch ein Puzzleteil, Leute. Mir fehlt definitiv noch ein Puzzleteil. Ach nee, da ist es ja. Ah, wie gut. Okay, alles klar. Und jetzt? Ich kriege jetzt die Spielszene, was da passiert ist. Nein, schade. Okay. Habe ich beinahe dieses Puzzleteil übersehen, hey. Ja, echt, man muss schon wirklich ganz genau hingucken. Ach, guck mal, da ist unser Skelett wieder. Okay. Was haben wir hier? Fallakten. Geschnitzte Scheibe. Ich brauche etwas, womit ich schreiben kann. Okay. Was zum Teufel? Die Feder fehlt. Ach, Mönnehöh. Ein Brief. Leerer Briefumschlag. Okay. Ich will was schreiben. Warum will ich was schreiben? Geschnitzte Scheibe. Warum fehlen die Ziffernblätter? Gute Frage.
Komm, Feder. Noch eine Scherbe. Oder Scheibe. Ob das jetzt eine gute Idee war, ich habe keine Ahnung. Da noch. Tintenfass. Kleber. Endlich habe ich Kleber. Da ist die Schreibfeder. Okay. Federkiel, Tintenfass. Was? Also wieder zurück. Ich will ja schließlich was schreiben. Ich sollte etwas anderes versuchen. Tintenfass? Genau. Federkiel. Vielleicht. Ich brauche etwas, womit ich schreiben kann, schnell. Wieso kann ich damit nicht schreiben? Kann mir das mal einer sagen? In Ordnung, es ist voll. Verschwenden wir keine Zeit. Wieso haben wir es denn jetzt plötzlich so eilig, Leute? Ich blick's gerade nicht. Na also, geht doch. Und was schreiben wir jetzt? Oder wem gucken wir zu? Keine Zeit, den Brief zu beenden. Wo habe ich den Umschlag hingelegt? Den habe ich hier. Wem gucken wir da gerade zu? Ich muss dem Brief ein Foto beifügen, sonst wird es mir niemand glauben. Also, wir gucken irgendjemandem zu, glaube ich, oder? Das Foto einlegen, den Umschlag versiegeln und ich bin fertig. Also dann versiegeln wir. Wie versiegeln wir? Mit dem Kleber. Jetzt habe ich einen Brief. Geschnitzte Scheibe. Das ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel. Ein perfekter Ort, um den Brief zu verstecken. Falls ich unterbrochen werde, niemand kennt sonst die Kombination. Okay, alles klar. Wir haben hier irgendjemandem zugeguckt, glaube ich, und da ist ein Brief drin. Ah, ich erinnere mich, ich habe dieses Ornament in einem Flashback gesehen. Also dann gucken wir mal, ob wir es jetzt aufkriegen. Drehe die Scheibe, um das richtige Ornament zu finden. Ach, dann gucken wir halt nochmal in unser Büchlein. Ja. Da ist es. Und ein Schlüssel. Sternenstaubendreher. Hey, perfekt, da kommen wir jetzt an diese beiden. Ja. Was ist das? Ich glaube, dass das Lüftungsschächte sind. Und hier ist der Brief. Schwester Rachel Simmons. Oder Simons. Albert, ich schicke dir das als eine Art Rückversicherung. Die Anstalt ist noch offen. Nicht nur das Personal, sondern auch die Patienten. Drei Freiwillige wurden nach dem Brand zum Testen eingeliefert. Ein soziales Experiment. Ich war nicht eingeladen und hatte sowieso viel zu tun. Heute ging ich endlich hin und sah, wie sie diese drei Unschuldigen folterten. Der ganze Block B ist wie eine Szene aus einem billigen Horrorfilm. Ein Anstaltskerker. Smith ist verrückt. Und Dahlia stand da und sah zu, die Dahlia, lebendig. Ich habe den Schlüssel zu dieser Folterkammer in den Brunnen geworfen, um diese armen Leute irgendwann zu retten. Aber du musst den Vorstand heute Abend informieren. Ich nehme den Zug um 6:46 Uhr. Ups. Zum, ja, wohin? Okay. Also hatte Mutter recht. Dahlia war nach dem Feuer am Leben und sie versteckten sie. Der Brief sieht unvollendet aus. Ist es das, was ich in dieser Rückblende gesehen habe? Sie hörte, wie Jack an die Türen schlug. Okay. Schlüssel. Schraubendreher. Wir nehmen das jetzt. Das ist Christopher Smith, der Dahlia festhält. Sie scheint nicht in körperlicher Gefahr zu sein, aber warum wird sie gezwungen, den anderen Patienten zu beobachten? Was für eine kranke Therapie ist das? Ja, das haben wir ja schon gelesen.
Mann, Mann, Mann. Was haben die hier getrieben? Gut, okay. Dann hüpfen wir jetzt ganz schnell dahin, wo wir mit dem Sternenschlüssel was anfangen können. Das ist nämlich hier. Da. So, komm, Sternenschraubenzieher. Gott sei Dank muss ich nicht jede einzelne Schraube einzeln machen. Das wäre mir jetzt ein bisschen lästig gewesen. Und wer, ich brauche da wieder einen Schlüssel? Lüftungsgitter. Geformte Platten. Sonst haben wir nichts hier. Dann kurz auf die andere Seite. Auch hier hat es noch so ein Ding. Also komm, Sternen. Nein! Scheint nicht zu funktionieren. Ja, blöd. Ich muss die Schrauben herausdrehen. Aber womit kann ich jetzt Schrauben herausdrehen? Und was mache ich jetzt mit dem blöden Lüftungsgitter? Die Schrauben sind rostig. Habe ich irgendwas, womit ich Rost entfernen kann? Tja, ich muss was anderes versuchen. Okay. Geformte Platten. Da fehlen uns noch die Hebel. Geformte Platten. Können wir hier was machen? Nö. Okay. Also bei der geformten Platte habe ich jetzt offen gestanden überhaupt keine Idee. Nein. Okay, Lüftungsgitter. Was ist denn hier eigentlich zu tun? Keine Ahnung. Tja, scheint nicht zu funktionieren. Das hätte mich auch sehr gewundert. Was können wir hier noch machen? Da ist nichts mehr. Da war nie was. Was übersehe ich? Den haben wir ja auch schon kennengelernt. Zurück. Was können wir hier erledigen? Was und womit? Na gut, das wird uns nichts nützen. Kann ich mit dem Hammer irgendwo draufhauen? Sternenschraubendreher. Den haben wir immer noch. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht, Leute. Oh, es ist dunkle Nacht. Komm, ich hau mal mit dem Hammer drauf. Oder hier. Hammer. Nein. Ich sollte was anderes versuchen. Lüftungsgitter. Zu was brauche ich denn das Lüftungsgitter zum Kuckuck aber auch? Geformte Platten. Leute, ich habe gerade keinen Plan. Was kann ich hier noch machen? Es ist ein Tor. Das haben wir fertig. Kann ich da mit dem Hammer draufhauen? Ne. Hier was? Ja gut, das haben wir ja schon geöffnet. Hab ich hier was übersehen? Es ist mir klar, dass das teuflisch falsch ist, aber... Tja, irgendwie flackert das Licht. Also ich frage jetzt unsere Hint-Lady. Muss ich doch wieder hier hin?
Was haben wir hier? Ich frage mich, wie man es öffnet hier. Wir hatten es doch schon mal. Hatten wir es nicht schon mal auf? Lüftungsgitter, halt. Geformte Platten. Ah, okay. Das ist jetzt überraschend. Da war doch die Bar drin, Leute, oder? Da war doch echt die Bar drin. Okay, also was sollen wir tun? Lass mal schauen. Wir müssen... Wähle die Fragmente ausgehend von der Form des Schlosses. Wähle die Fragmente ausgehend von der Form des Schlosses. Ah, okay. Das kommt... Nein, das ist es nicht. Kann ich die auch drehen? Also, lass mal gucken. Kann ich die Dinger drehen? Muss ich mal gucken, ob ich die drehen kann? Nee. Kann ich nicht. Okay. Also, dann mal gucken. Eieiei. Oh Mann, das verdreht einem ja mal wie das Hirn. Das sieht gut aus. Glaube ich zumindest. Drehen kann ich die Teile nicht. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht, glaube ich. Das auch nicht. Also gut. Da fehlt eins. I love it. Da fehlt eins. So. Und das sieht falsch aus. Definitiv falsch. Ich muss mal gucken, ob ich die Dinger drehen kann. Nein, kann ich nicht. Definitiv nicht. Okay. Und zwei fehlen. Naja, super. Nein, noch mehr fehlen. Oh, Mann. Ba-bam-ba-ba. Eieiei. Ist nicht zu fassen, oder? Komm, wenigstens eins, oder? Verdammt aber auch. Das kann ja heiter werden, Leute. Die Frage ist, ob ich da noch so Dinger finden muss. Also das könnte das sein. Eieieiei. Wobei ich nicht sicher bin, ob das nicht länger sein müsste. Drehen kann ich es nicht. Das ist falsch. Also zumindest stimmen die Richtungen. Aber das sieht nicht richtig aus. Das sieht einfach nicht richtig aus. Um es mal so deutlich zu sagen. Das ist auch nicht richtig.
Das ist auch nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Das ist nicht richtig. Also ich glaube, dass ich ja da noch was finden muss, Leute. So, ich glaube nicht, dass ich da schon alles habe. Tja, gib mir mal einen Hinweis. Willst du mir sagen, dass ich hier alles habe? Ja, verdammt ich aber auch. Du willst mir echt sagen, dass ich alles habe, was ich brauche? Ohne dass ich die Dinger drehen kann? Ich kann die Teile ja nicht drehen. Das ist falsch, definitiv. Das ist definitiv falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Sorry, ich frage jetzt die Lady. Ich komme nicht dahinter. Ah, okay. Sicherung. Oh Gott, wo brauchten wir eine Sicherung? Ah, ich weiß. In dieser, wo die Werkbank ist. Oh oh. Doch nicht da. Oh. Das mit dem Schloss habe ich immer noch nicht kapiert, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott. Verdunkelt sich die Welt? Ich habe nichts übersprungen, Leute. Das hat das ganz von selber eingeblendet. Ich hoffe mal, ich habe nichts Wertvolles zerstört. Wie kommen wir in diesen Raum? Genau so. Genau. So, und hier gehört die Sicherung hin. Rein. Rein damit. So, und jetzt sollten wir doch hier das mit dem Dampf hinkriegen, weil es hieß ja, dass das Ding gefährlich ist, dass da also da zu viel Druck drauf ist. High Pressure. Lüftung überprüfen. Bedeutet das, dass die Notabgabe des Dampfes behindert wird? Es klemmt oder vielleicht verschlossen, weil die Lüftung blockiert ist. Wo müssen wir die... Wo hat es hier ein Lüftungs... Warte mal, Lüftungsgitter? Genau. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Lüftungsgitter. Oh, sieht aus wie ein Sicherungskasten, aber ich kann ihn durch den Dampf nicht erreichen. Was haben wir hier? Eine Jacke. Ich kann sie nicht erreichen, ohne mich selbst zu verbrennen. Okay. Also müssen wir doch hier irgendwas machen. Soll ich mal mit dem Hammer draufhauen? Nein. Er klemmt. Ich könnte wetten, dass wir das Lüftungsgitter hier irgendwo brauchen. Da oben. Haben wir diese Dose nicht schon längst abgeschossen? Nein. Anti-Rost-Spray. Ja, Gott sei Dank, Leute. Gott sei Dank. Ach, Quatsch. Dann gucken wir mal, ob wir hier mit dem Anti-Rost-Spray was werden können. Nee, können wir nicht. Shit. Aber ich weiß wo. Tada! Hier, V.
vermute ich mal. Da unten. Weil die sind verrostet hier, die Teile. Also dann. Und dann sollten wir die auch mit dem Sternschlüssel aufkriegen. Jetzt bin ich gespannt, was da drin, was sich dahinter verbirgt. Ist das eine Zange oder ist das ein Zepter oder ist das ein Hühnerkopf? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir werden es gleich erfahren. Und dann denke ich, machen wir für heute auch Schluss. Was ist denn das für ein Teil hier? Metallschere. Die neue Ausrüstung in Block B überlastet dann unser Netz. Die Sicherung für die Außenbeleuchtung springt immer wieder heraus. Sobald Smith sein Büro renoviert hat, bekommen wir hoffentlich etwas Geld, um das für immer zu reparieren. Aber bis dahin, wenn das Licht aus ist, machen wir Folgendes. Zum Sicherungskasten zwischen den Kesseln gehen. Sicherstellen, dass alle Buchsen angeschlossen sind und alle Module mit Strom versorgt sind. Alle Buchstaben und Ziffern. Nicht mehr als eine Buchse pro Modul stecken. Niemals zwei Buchsen nebeneinander stecken. Okay. Ich hoffe wirklich, dass das noch immer funktioniert und den Rest der Anstalt nicht in die Dunkelheit versinken lässt. Ich will nicht mal dran denken, hier in völliger Dunkelheit zu sein. Nein, ich auch nicht. Was haben wir da noch? Einen kleinen Schlüssel. So, okay, ihr Lieben. Ich denke aber, dass wir das für heute dabei belassen. Sind wir schon wieder über ein und um 31 Minuten, also von daher hüpfen wir einfach fröhlich in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!